Servus Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts, der Unterdachtung 15. Tage. Agrabah. Und das Bomberland. Du nix dafür sein. Von mir aus. Also nicht von mir, also ich muss es machen. Wenn ich es nicht müsste, würde ich es nicht machen. Wir sind heute auf Herzsammlung, oder? Ich bin nicht fürs Kämpfen gemacht. Die könnten mir ruhig mal eine Aufklärungsmission oder was Gewaltloses geben. In der Arena findet man sicher ein ganzes Rudel herzlos auf einmal. Folgt mir denn nix. Jetzt bist du auf einmal der große Macker, oder wie? Wir werden die Herzlosen hier drin finden. Okay, los geht's. Oh, sollen wir da einfach reinspazieren? Wir sind da nicht... Wird das nicht jemand sehen? Keine Sorge, wir sagen einfach, du wärst ein neuer Heldenschüler auf dem Weg zum Training. Vertrau mir, das wird schon werden. Warte, Training? Das hört sich nach Arbeit an und das bedeutet Schweiß und der ist eklig. Entweder das oder draußen bleiben. Ehrlich gesagt. Ja, er bleibt draußen. Was? Wir trennen uns und bilden zwei Angriffsformationen. Ich kümmere mich um die Herzlosen hier draußen. Du nimmst dir die Trennung vor. So können wir ein größeres Gebiet abdecken und noch mehr Herzen sammeln, oder? Vielleicht. Und während du Herzen sammelst, kann ich vielleicht ein Nickerchen machen. War ja klar. Was ist? Nichts. Alles Gute, Roxas. War so klar. Naja, egal. Du mit deiner Gitarre da. Eiskanone. Oh oh. Ja, weg, weg, weg. Zuerst muss ich die eine Kanone erledigen. Da ist wieder so ein komisches Abzeichen. Ein Abzeichen. Wow. Frag mich, ob ich die Kanone gut mit Eis bekämpfen kann. Nö. Macht zwar Feuerschaden das Ding, aber ansonsten. Ja, greif ihn an, jawohl! Und kriegt der so wenig Schaden, also abgeblockt. Kann man das abblocken? Pisst euch. Ich würde eigentlich nur eine Kiste aufmachen, aber nö. Das ist falsche Richtung. Einfach draufhalten. Wird schon reichen. Bendix kriegt voll auf die Schnauze. Der eine geht auf mich, der andere auf ihn. Der Mix ist fast tot. Geh auf ihn, jawohl. Der Mix kann nichts. Sind fast wie die Gallier. Wobei, die müssten dann alle mit X enden. Also mit IX. Ja, auf mich jetzt, ist klar. So Demnix, Oxasix, Xionix, Axelnix. Klingt schon irgendwie seltsam.
Und Vita-Rezept. Wahrscheinlich kann ich jetzt noch mehr Vita-Zauber machen. Geschlossen. Er ist nicht hier. Was? Mehr kannst du nicht. Du nennst dich einen Helden? Das kommt von der Arena. Das ist meine Leidenschaft. Konzentrier dich. Okay, nächste Übung. Bleib in Bewegung. Keine Pausen. Hop. Hop, 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 hop. Das kannst du besser. Puh, was für ein Sklaventreiber. Denn nix. Ich will nach 10 Minuten heulend wegrennen. Bist du schon mit allen Herzlosen draußen fertig? Womit? Oh, ja, ja. Ja, die haben sich mit dem Falschen angelegt. Ich bin früher fertig geworden, also wollte ich mal vorbeischauen und sehen, was du so treibst. Ich bin immer noch nicht fertig. Nein? Nun, kein Thema. Ich suche mir eine ruhige Ecke und entspanne ein bisschen. Ja, tschüss. Ihr wird viel härter trainiert als ich. Warum wird er so angetrieben, wenn er so gute Arbeit macht? Ist er nicht viel stärker als ich? Okay, Herr, das war's für heute. Ruh dich für den nächsten Kampf aus. Hey, da ist ja mein Anfänger. Bereit fürs Training, Kleiner? Sag mir, wenn's losgehen kann. Ich wette, ich muss das machen. Na, mach. Ist klar, da fangen wir mal an. Ist bereit fürs Training? Nö, nee, eigentlich nicht, aber ich glaube, ich muss es. Wir versuchen mit Fesseln zu besiegen. Ja, von mir aus. Noch langsamer geht's auch nicht mehr. Was ist denn das jetzt hier? Hä? Soll ich ihn die mit den Fässern bewerfen? Ist doch unmöglich. Nein, da, der rechte! Kann ich euch nicht so killen? Geht viel schneller. Ja, ihr habt doch gegenseitig geheilt, ihr Drecksäcke. Na gut. Fass Action. Aber das killt sie, glaube ich, instant. Bleib da, du Sau! Du kommst nicht. Drei auf einmal? Nee, nur einer. Daneben auch noch. Ist nicht so ein Explodierfass, wo ich mehrere killen kann? Ja, bringt gar nichts. Da ist ein Fass. Ja, da, genau der. Noch ein Fass. Das hat nichts gebracht. Ja, das Fass fliegt. 42 Punkte. Überleg mich. Brauche ich nicht. Will ich nicht, kann ich nicht, darf ich nicht, nö. Mach doch auf. Also ich hoffe, draußen sind noch ein paar Herzlose, sonst ist das unausgeglichen. Ich will mal dem nichts im Verschwinden ist.
keiner da. Das heißt, ich muss echt in der Arena kloppen. Wirklich. Lass wenigstens ein bisschen schneller laufen, oder? Das ist ja bescheuert so. Das sind so die Momente im Spiel, die keinen Spaß machen. Aus offensichtlichen Gründen. Danke. Kann ich leider nicht abbrechen, also muss ich noch ein paar auf die Schnauze hauen. Hör auf, du dummer Idiot! Ja klar. Ein bisschen ist es weiter gestiegen. Toll, mit dem Faust kann ich keinen treffen. Ja, vielleicht auch. Ja, voll auf die 12. Das ist ein Feind. Hau ab. Hab ich ihn getroffen? Ja. Hat schon seit Tagen nichts anderes. Seit Tagen mehrere Folgen jedes Mal Kingdom Hearts. Ich bin nicht mal noch ansatzweise irgendwie, weiß ich nicht, bin ich beim Spiel schon bei der Hälfte. Ich wär's lieber, ich wäre bald fertig damit. Ich glaube, das wird nicht passieren. Nur 15 Punkte, wirklich? Ich wollte nicht auf den da hinten. Gut, wenigstens seid ihr geliefert. Peter ist auch weg. 20 Punkte, sehr armselig. Keine Ahnung, wie man hier einen 100er bekommen soll. Nein. Lass mich in Ruhe, ich will dich am liebsten nie mehr wiedersehen. Und sagen, Kleiner, ich bin beeindruckt. Ich glaube, du bist soweit. Du kannst jetzt jederzeit an den Spielen teilnehmen. Wirklich? Ja, yep, erstmal beim Pokal für Anfänger. Wenn du keinen vorderen Platz belegst, wirst du eine anständige Show abliefern. In der Zwischenzeit trainieren wir ordentlich weiter, damit du in Form bleibst. Wie wir gerade davon sprechen, wer war das? Den du vor mir trainiert hast. Ach, Herk, ein weiterer Schüler von mir ist schon eine Weile her. Er ist schon eine Weile dabei. Warum lässt du ihn so viel härter trainieren als mich? Ist der so stark? Aber sicher, er ist ein Held, Kleiner. Du wirst ein solches Training nicht durchhalten. Das ist nicht das Einzige. Was? Er ist etwas ganz Besonderes. Er ist vielleicht der Beste, den ich je trainiert habe. Ich setze große Hoffnung in ihn. Er wird mein Goldkind. Genug zu Herk. Kümmer du dich darum, fürs Turnier in Form zu sein. Ich habe zwei Hinweise für dich. Mit einer 3. Essen, schlafen, trainieren. Vergiss nicht, ich setze große Erwartungen in dich, Kleiner. Arbeiten die Leute härter, wenn sie Erwartungen haben? Also, man erwartet von mir die ganze Zeit, dass ich harte Missionen erfülle. Sind Erwartungen nicht das gleiche wie Befehle? Wenn du meinst. Okay, aus dem Olymp. Hey, Axa, ist fertig? Was? Ja. Was ist, Mann? Du siehst so seltsam aus. Was sind denn nicht so normalerweise für Missionen? Ich? Hauptsächlich Aufklärungsmissionen. Keine Herzlosenjagd?
Nein, sowas Anstrengendes mache ich nur selten. Wird das nicht von dir erwartet? Ha, Sie kennen sich aus. Sie wollen, dass der Laden läuft und setzen da darum das richtige Werkzeug an. Und das bin ich? Das richtige Werkzeug? Ist da drin irgendwas passiert, Mann? Nein, ich habe nur nichts. Unsere Mission ist abgeschlossen. Gehen wir zum Schluss zurück. Jetzt bist auf einmal du, der großen Töne spuckt, oder wie? Heute bin ich wohl auf mich allein gestellt. Und mal wieder ein Tag verstrichen. Also wenn jeder Tag so abläuft, wo keine Story vorkommt, dann... Ja. Ich habe es jetzt schon oft genug gesagt. Ich will mich darüber eigentlich nicht mehr aufregen. Na gut, das ist eigentlich kein wirkliches Aufregen. Es ist einfach nur so ermüdend und langweilig irgendwie. Weil ein Tag verstreicht, man macht immer das Gleiche. Das sagen wir jetzt mal für Abwechslung. Das Wunderland. Oh, bei meinem Bautran! Ich komme zu spät, zu spät, zu spät! Zu spät, zu spät, zu spät! So ging das. Mein Gott, ich darf Ihr Majestät nicht warten lassen. Ich komme zu spät, zu spät, zu spät. Von Alice im Wunderland gibt es ja auch so eine Zeichentrickserie. Und wie ging das? Wie ist das passiert? Wie kann das geschehen? Das rückwärts. Nee, Moment. Das Uhren rückwärts gehen, bis es im Sommer friert. So ein Spiegel sich gar nicht mehr sieht. Irgendwie so ging das. Hab's so gut wie nie gesehen, aber ich kenne es. Eine Zeit steht zu sagen, hallo, ich komme zu spät und so weiter. Warum behalte ich sich so? Vielleicht sollte ich mal nachsehen. Weil er gestresst ist. Aha. Okay, der Effekt gefällt mir. Der hat mir jetzt gefallen. Warte, hast du das jetzt weg? Der Effekt war cool. Oh, ich bin zu spät dran. Ich bin dermaßen zu spät. Ich glaube, Alice im Wunderland war die erste Welt in Kingdom Hearts 1, die erste oder die zweite. Die jeweils andere war dann Tarzan. Ich glaube, es war die erste Welt. Ist das geschrumpft? Es hat aus der Flasche getrunken. Was wäre hier unten? Wie hat der nochmal gesprochen? Ich kann die alle nicht mehr synchronisieren, weil ich gucke ja nicht Tag und Nacht Disney-Filme, sonst könnte ich es vielleicht. Dann spricht Türknauf? Natürlich, und zwar ein ganz schön schläfriger Türknauf. Wenn du mich entschuldigst, ich würde gern weiter schlafen. Warte, der hat gesagt, es hat aus der Flasche getrunken. Aus welcher Flasche? Aus der auf dem Tisch. Probier doch mal. Ja, und dann sagst du mir, ah, die andere Flasche macht einen größer oder so. Es war im Film irgendwie total unfair, Alice gegenüber. Wie meinst du? Vermutlich, aber jetzt würde ich wirklich gerne mein Nickerchen fortsetzen. Übrigens, Alice Megatroid, die Toho-Figur, ist ja auch von Alice im Wunderland angelehnt. Sowohl von ihrem Aussehen als auch von ihrem Namen her. Weil die trägt ja auch ein blaues Kleid und hat auch blonde Haare. Allerdings hat sie kurze Haare und nicht lange, so wie Alice. Der mit dem blauen Etikett ist ein großer, schrumpfender Baum.
Das wird bestimmt nichts. Ja, der schrumpft sofort und ist so zack, 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 zack. Wow, es funktioniert. Hey, das kann ich jetzt doch hier vor einer Minute durchgegangen, oder? Was ist hinter dieser Tür? Das werde ich wohl nicht so bald herausfinden. Also hast du umsonst getrunken. Scheiß Tür, mach auf! Ja, ich gehe hier rein. Kann ich nicht. Ich sehe zwar nicht, wo ich hinschlage, aber... Hä? Ich treffe schon irgendwas. Ich sehe ja, dass ich was treffe. Leckt mich? Leckt mich doch! Was zum Geier ist hier los? Nein! Ja, definitiv zu wenig Verteidigung. Ist mal nicht hier Narren. Nein, der eine lädt auf. Natürlich mir genau auf die Bernoulli. Ja, Kamera sehe ich. Danke, dass du echt scheiße bist gerade. Oh nein, ich bin tot. Zauber doch. Oh, danke. Oh nein, warum habe ich das getan? Du Sau, komm her. Weil, ja, jetzt lädt der andere nämlich seinen Angriff auf. Danke. Duftig, Feldfreigeber, geil, danke. Eisrezept. Diesmal nicht. Du Hund! Weg! Ah, ich dachte, ich kann ihn killen, bevor er ballert. Danke. Hier ist nichts. Da muss ich die Anzeige komplett füllen, aber hier ist irgendwas, was ich verkloppen kann. Aufmachen! Ja, vielleicht kann ich da hoch. Na toll, rosa. Streifen. Pfützen. So viel, ihr seid nicht so kacke. Aber ihr seid so kacke. Meine Stärke sinkt. Jetzt reicht's. Schieß nochmal. Natürlich lasse ich genau in dem Moment jetzt los. Boom. Hau ab. Ich kann es nur abwehren, aber nicht zurückballern. Ihr seid dreckig wie 10. Ich sollte vielleicht nicht die ganze Zeit die kleinen Dinger saufen, sondern was Großes zu mir nehmen. Ja, paralysieren, schnell! Er hat trotzdem geballert. Oder war es da hinter mir? Ich habe den Falschen angegriffen. Ne, er war's. Gut, der ist weg.
Jetzt habe ich meine Angriffskraft wieder, jetzt musst du einstecken. Shit. Gut. Ja, alleine haben die null Chance. Der Luftangriff ist mega geil. Das ist das Einzige, was ich an Roxas mag. In dem Punkt ist er besser als Sora. Wobei Sora hat diese Formen, die er in Kingdom Hearts 2 hat, die sind noch geiler. Und da kann er noch bessere Kombos machen als das hier. Und wenn er da dann zu einem schwarzen Herzlosen werden kann, aber trotzdem. Für die anderen Kingdom Hearts Teile haben auch sowas Geiles. Ich weiß gar nicht, wo Kingdom Hearts 2 chronologisch jetzt gerade liegt. Ich hoffe, sowas kommt in Kingdom Hearts 3 auch vor. Super. Hat das was gebracht? Nee. Öde. Jetzt auf den Tisch könnte ich noch gehen. Wahrscheinlich wird das auch von mir erwartet. Ja, war klar. Oh, Teleport-Futzeln. Wie sehr hasse ich Gegner, die sich irgendwo hin teleportieren können. Diablo 2 auch, ja, die ganze Zeit. Oh, das Typ mit Teleportation wendet sie ihm alle 2 Sekunden an. Immer und immer wieder. Hauptsache, er muss nicht kämpfen und Hauptsache, er nervt und schindet Zeit. Oh nein. Verkehrte Steuerung. Solche Kerle seid ihr also. So, jetzt will ich, wenn es geht, keinen weiteren Potion nutzen. Ihr seid dreist! Hör auf, dich zu teleportieren. Pech, ich greife dauerhaft in der Luft an, da kannst du dich nicht großartig wegporten. Einfach Button mashen. Wie bei Bayonetta. Einfach Button mashen. Wie bei Bayonetta hat man mehr Tasten, die man drücken kann. Hier hat man nur eine. So, jetzt verchiss dich endlich mal. Danke. Ich hab's genau gesehen. Unendlich, was ist denn das jetzt? Der Stuhl war erst nicht da. Ja, nicht schon wieder. Ich glaube, dich habe ich schon mal gesehen, oder? Ja. Da, im Wald vor diesem Schloss. Aber ich glaube, auch bei Kingdom Hearts 2 kamst du vor. Nämlich dieses komische Chamäleon bei Clayton, nee, Kingdom Hearts 1. War die Tarzan-Welt. Weißt du was? Oh. Sollte mehr auf Distanz gehen. Und Chamäleone sind Kaltblüter, das heißt Feuer macht ihnen mehr aus. Sag mal. Chamäleone sind doch Kaltblüter, oder nicht? Sag mal, leck mich doch am Arsch! Jetzt weg, weg, weg! Oh.
weiß es irgendwo. Da rechts. Super. Nein. Was? Wie viel Schaden macht das Mistvieh? Ich hoffe, ich darf hier starten und ich hoffe, ich habe meine Sachen alle wieder. Super. Ah, geht das mir auf die Nerven. Jetzt darf ich nicht allzu nah rangehen. Ja, genau, sonst macht es das da. Ich habe meine Tränke nicht mehr, oder? Habe ich die noch? Jetzt dreht er sich und jetzt wieder angreifen. Ist der dumm? Merkt er nicht, dass ich hinter ihm stehe? Umso besser. Ach, schade. Da. Links. Oh nein, viel zu nah. Links. Der letzte Schlag hat noch gezählt. Nein! Er macht einen One-Hit? Das ist ja unfair. Oder ich habe einfach keine Verteidigung, das kann auch sein. Schade, dabei war das so gut gerade. Rechts. Links. Ah. Ja, natürlich. Nö, 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 nö. Da irgendwo. Was dein Glimmstängel bloß bei dir? Der Schlag hat noch gezählt. Nein, da links irgendwo. Toll. Ich hatte die Möglichkeit, ihm zu geben und dann. Super. Ich hoffe, du bist jetzt wieder blöd und drehst dich nicht um. Genau, jetzt angreife. Ja, das Ding ist blöd. Oh. Oh. Bitte sei weiterhin dumm. Hä? Was zum? So, danke. Was? Ach, shit. Na gut. Ja, wirklich erlaubt. Das werde ich jetzt auch nutzen. Wie komme ich hier zurück? Hä?
so. Stimmt ja. Jetzt werde ich hier groß und dann komme ich zurück. So schön. Eine Kiste. Eisen, danke. Das heißt, der kann nicht irgendwo hin ist. Das hat er jetzt ganz schön eilig. Schon wieder ganz alleine. Ja. Zur Abwechslung wird bei denen ganz klein geschrieben. Sie halten mich in letzter Zeit ganz schön auf Trab. Gesehen auch. Ja, kein Scherz. Kein Scherz? Komm schon, was machst du für ein Gesicht? Was für ein Gesicht? Das war falsch betont, da war kein Fragezeichen. Wahrscheinlich fehlt jetzt nochmal eine Mission und dann geht's wieder an Tagessprung. Belohnung für Mission verdoppelt. Geil. Ding! Ich habe jetzt ziemlich viele Tränke verschwendet, deswegen werde ich mir welche kaufen. Sehr schön. So. Sieht doch gleich viel besser aus hier. Ja, ich habe ziemlich viel verbraucht. Wie gehen die Tränke aus? Was soll ich tun? Ich brauchte mehr Vita-Energie. Magie. Ich sage immer Energie. Hab ich aber nicht mehr. Ich gebe den Doppelspruch nutzen. Deine Magie unglaubliche Stärke. Naja, ich hoffe, ich komme auch so klar. Gut, dann würde ich sagen, das war Kingdom Hearts, 358 Mordtage. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fett euch.